Schau mal, Lingo, wir haben Besuch. Ich lese eine Geschichte von den Schlaumäusen. Die Schlaumäuse und der Badeausflug. Ich bin Thomas Sonnenburg, seit über 8 Jahren nun schon Lesebotschafter der Stiftung Lesen. Es ist immer schön, mit Kindern zu lesen, auf einmal die Welt mit ihren Augen zu sehen, Bestandteil der Geschichten zu werden und dann auch darüber zu sprechen. Und das haben wir hier gemacht. Das hat mir natürlich wie immer Spaß gemacht. Die haben wirklich an den richtigen Stellen gelacht. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil Kinder lieben Geschichten, die lustig sind. Mein Name ist Sigrid Fahre. Ich leite den Entwicklungsbereich Digitales Lesen bei der Stiftung Lesen. Wir haben festgestellt, dass in den digitalen Medien unheimlich viel Potenzial für die Leseförderung steckt. Das fängt an dabei, dass die Kinder unglaublich neugierig sind auf die digitalen Medien und durch diese Neugierde auch Lust auf Bücher bekommen und Geschichten zu entdecken. Unsere letzten Ergebnisse zeigen auch, wie unglaublich wichtig Vorlesen für die kindliche Entwicklung ist. Lingo und Lesen. Sprachentwicklung in Deutschland ist für mich, hat für mich oberste Priorität. Die Initiativen, in dem Fall von Stiftung Lesen und auch Microsoft, sind hervorragend geeignet, um durch das Interesse der Kinder an zum Beispiel an Technik gleich noch pädagogische Bildung zu machen. Wir haben gemeinsam mit Stiftung Lesen neue Geschichten in unsere Schlaumäuse-Software integriert. Die Stiftung Lesen hat extra für uns neue interaktive Geschichten entwickelt, wo die Kinder mitmachen können, wo sie einsteigen können in das Land der Sprache. Wir versuchen damit einfach eine sehr breite Palette zu zeigen, was für Vorlesemöglichkeiten es gibt. Badewetter rief Lette begeistert. Sie hakte sich bei Lingo ein. Gemeinsam nahmen sie Anlauf und sprangen vergnügt ins Wasser. Wir haben festgestellt, dass die digitalen Lesemedien einfach unsere Verbündete sind.